Schön. Gut, ich stelle mich gerade ultra blöd an, weil mein Gamepad ultra blöd ist. Ich kann kotzen. Wow. Nee, so war das nicht. So war das nicht. Ich komme hier an. Greife an und krieg trotzdem einen übergebraten. Gut. Hinter euch! Ja, Loco! Ja, sie sagt hinter mir. Es gibt nichts anderes außer hinter mir. Sie stehen ja komplett um mich rum. Ja, lieber so. Oder auch nicht. Ja. Ja. Geilo. Ich liebe das Spiel manchmal. Ja, ich sag eigentlich gerade nichts, weil es nichts zu sagen gibt. Ja, mit einer Wand im Rücken habe ich gerade das Gefühl, kämpft es sich besser. Ja, auch irgendwie. Kann man so. Vielleicht weil man dann irgendwo einen Punkt hat, wo man safe ist. Wenn man nicht mal aufsteht. Ja Gott, Junge. Ich möchte den Prinz aus dem zweiten Teil wieder und die Gegner aus dem zweiten Teil. Die sind wesentlich einfacher. Alter, wieso darf ich auch nicht aufstehen? Ist ja auch cool, wieder einen am Boden halten. Ja, ich habe hier gerade irgendwie andere Probleme. Oh Gott! Darf ich mich auch mal wieder bewegen? Ey, Drecksscheiß! Gott! Was stimmt mit dem Weib nicht, dass sie sich hier nicht verteidigen kann? Oh, geilo Lag und ich krieg auch direkt einen reingebraten während des Lags. Ey, ist ja. Alter, ich darf ich auch mal. Darf ich auch mal aufstehen? Ey, Bullshit! So, weiter. Geilo, wie ich auch nicht mal mehr richtig zurückspulen darf. Gamepad! Funktionieren. Danke. Nein. Göttlich, wenn das Equipment nicht funktioniert. Ich schwör's euch. Ja, schön, wie du auch direkt ins Leere schlägst. Göttlich, wie auch hier direkt jeder am Anfang ein Frame-Drop ist. Komm, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt, komm. Wow! Wieder einfach hier alle auf einmal seine gesamte Mannschaft niedergemetzelt hat. Ja, komm. Es gibt auch so etwas wie Fairness, auch im Kampf. Ich möchte gar nicht hochspringen, ich wollte wegrollen, die Idioten. Ja, schöne frühe Bemerkung, ne? So, da holt man den Rand. So, den hole ich mir jetzt. Alter, das haben die noch nie gemacht. Göttlich. Alter, wie die Kackkerli einfach nichts machen lassen. Ja, ich habe das überhaupt nicht gemacht, aber auch egal. Ich habe nur gerollt. Alter, ich würde mich hier gerne auch ein bisschen frei bewegen.
Ja, schön. Jetzt darf ich ein bisschen wieder was machen. Falscher Gegner. Da will ich auch komplett andere Gegner anvisiere. Wie ich eigentlich auf den losgehen möchte, aber er hat mir immer auf den angreift. Ja, ja. Das ist auch nicht irgendwie unfair. Ist ja nicht irgendwie unfair. Helft mir! Ich kann gerade nicht, ich bin tot. Gott, Drecksstück, verdammte Kamera. Ey, ich könnte gerade kotzen. Au! Ja! Nein. Super! So war das nicht. Ey! Gott, was soll ich noch machen? Gleich cheat ich, ernsthaft, weil ich dir einfach die Schnauze voll hab. Ja, ich blocke und der kommt trotzdem durch. Ja, klar, einsingeln. Ja, klar. Ja, ne. Super Idee. Ich fick euch, ihr Schweine. Oh Gott. Und eure Mutter ins verschissene, dreckige Knie. Mach ich auch täglich. Ja, dieses Rexfeld hat wieder deine Probleme. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Als ob ich ernsthaft nichts Besseres zu tun hätte, als ihr den ganzen lieben langen Tag nachzuretten. Den ganzen Drecksgegner an die andere Seite, den Kirchens, der Vibe mit Namen, den ich gerade nicht weiß. Ich möchte gerne den Rot wieder haben. Und ich möchte ein verfickt besseres Schwert. Dringend. Andere Gegner, andere Gegner, andere Gegner, andere Gegner, der ist auch noch einer. Wollen ja nicht, dass er sich einsam fühlt. So, da holt ihr jetzt eine Sandportion. So, Mädchen, trink mal einen Schluck Wasser, du brauchst es vielleicht. Ja, ups, nein, nein, nein. Das blöde Mann. Blöd, 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 nein. Nein, du stehst nicht auf. Ja, ich mache das gerade extra in Zeitlupe, einfach nur damit ich ein bisschen Überblick behalte. Ich glaube, da steht einer gerade auf. Mag ich natürlich nicht. Ja, Vibe, du musst dir auch mal ein bisschen Rücken frei halten. Ich kann nicht alles für dich machen. Wow, geil, wie die Kamera auch ordentlich mitspielt. Ja, du bist einzeln, du bist alleine, du bist alleine, du warst bis gerade alleine. Der Prinz macht irgendwie ein Kunststück, ich hab eine Säule im Bild. Bin auch gerade ins absolute Nichts zielt. Schön. Gott. Wieder wegspringt, dann kommt der Anschlag. Das wusste ich. Dank des Rückspulens. Oh, den habe ich zwar nicht kommen sehen, aber ich hab's gehofft. Warum steckt ihr euer Schwert weg? Vielleicht, weil ich ein bisschen Energie brauche. Dringend. Halleluja, es hat funktioniert. Ich habe Energie zu mir genommen und kann ihm hier noch einen reinwürgen. Halleluja, jetzt hat funktioniert. Endlich. Oh Gott, was stimmte mit denen denn nicht? Verfluchter Soldatenpark. Bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr gespannt drauf, wie der Endgegner sein wird. Ich habe mich beschwert, dass es keinen Big Boss gibt. Ja, super, ich hatte ihn jetzt. Wow, noch mehr Fallen. Noch mehr Rätsel. Noch mehr mit ihr. Noch mehr Brücken. Noch mehr Aufzüge und Leitern. Yay, Speichern. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Und eine halbe Stunde gleich verzockt. Herrgott, nochmal und kaum was geschafft. Gott. Damn it.
Das war's aber mit dem entspannten Familienurlaub. Jo, schön. Oh, und da haben wir einen Spalt für Sie. Solange ich mich jetzt hier nicht mit irgendeinem verfluchten Monster prügeln muss. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Komm, drehen. Danke. Keine Ahnung, ob das jetzt der offizielle Weg ist oder ob ich hier jetzt irgendwas gefunden habe, was so. Weil hinten haben wir nämlich einen Hebel, den ich glaube ich hätte betätigen müssen. Sie hält an! Noch einmal! Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Ah, nö, hätte so oder so nicht funktioniert, weil ich immer da hochziehen habe. Zieht jetzt an eurem Hebel. Problemsche. Wie sie auch gerade nochmal runtergefallen ist. Gott. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Die Plattform, sie fährt. Da haben wir alles gerade in der Vision gesehen. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen weniger happy bin. So nebenbei, aber. Okay. Oh ne, lass mich raten. Ich muss jetzt unten den Hebel ziehen, oder? Zeitlupe! Ah! Der Ärmel ist kaputt. Der Ärmel war kaputt. Deswegen reißen wir ihn uns von der Brust. Den Ärmel. Tragen wir Unterhemd. Oder Nachthemd, je nachdem. Sorry, wenn ich damit jetzt ein bisschen was kaputt mache vielleicht, aber sieht das nicht trotzdem abgefahren hier aus? Da haben wir sogar Wasser. Da ja diese endlose Wüste. Und dann da hier dieses Schloss, das Schloss des Maharajas. Und dann hier dieser kaputte Haufen. Ja, Urlaub mache ich irgendwie gerade gar keinen. Muss ich jetzt zu dir oder du zu mir? Halte durch. Ich betätige meinen. Ah, so. Okay. KK. Okay, okay. Ich weiß eigentlich, nennt man es okay, aber ich sage jetzt einfach mal KK, weil das geht schneller. Einfacher. Hui! Ich komme! Ja, klar, sie kriegt's wieder einfach! Eigentlich nicht, sie muss ja auch ein bisschen klettern. Ein bisschen! Schön, dass ich mir ihre gesamte Animation angucke. Vor allem, da ich sie auch nicht abbrechen kann. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt.